Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons, A Wonderful Life. So, ich muss mir auf jeden Fall erstmal was zu essen machen. Ich habe nämlich gar keine Energie mehr. So, kann ich jetzt endlich eine Vorspeise machen? Nee, da habe ich noch nicht die Erfahrung dazu. Okay, dann mache ich mir nochmal Kartoffelbrei oder so eine herzhafte Suppe. Komm, Kartoffeln haben wir, glaube ich. Oh, wir haben nur 3 Kartoffeln. Das ist natürlich nicht so gut. Nehmen wir noch so einen Pilz dazu. Ah, 3 Stück könnte ich machen. Nee, es reicht ein Gericht. Ja. Es bringt hoffentlich ein bisschen Energie, wenn ich das esse. Ich hoffe es ja. So, mal gucken. Wir haben nämlich gar keine Energie mehr so richtig. Oh Gott, das hat nicht wirklich viel gebracht. Aber, naja, ich habe nicht mehr viel Hunger. Heute kommt Wahl, glaube ich, ne? So. Wir lassen erstmal unsere Tierchen raus. Vielleicht gibt es irgendwann noch Enteneier. Ich bin mir aber halt nicht sicher, ob wir überhaupt Enteneier bekommen können. So, hier gibt es auf jeden Fall wieder ein paar Orangen. Da schüttle ich jetzt so lange, bis es blau ist. Da ist, hängt aber noch irgendwo, hängt da noch eine oben, ne? Ja, da war sie. Und hier kann ich auch schütteln. Sehr schön. Wir haben ja am Ende vom letzten Part noch ein bisschen was angebaut. Komm schon, schüttle Silke, du hast Kraft. Da hängt immer noch einer oben. Muss ich da von der anderen Seite mal schütteln? Bringt das mehr? Nee. Okay. Und Bananen. Bananen gibt es auch noch. Sehr gut. Bananen gibt es auch noch. Und? Da hängt immer noch einer oben. Jetzt nicht mehr. Sehr schön. So, ernten können wir heute nichts, weil haben wir ja alles schon. So, dann schaue ich mal, wo sind meine Hühnchen jetzt hier? Oh, da haben wir ein Entenei bekommen. Ne, nur ein normales Ei. Okay. Das ist nur ein normales Ei gewesen. Ist aber nicht so schlimm. Ist aber nicht so schlimm. Milch müssten wir eigentlich auch bekommen. Unser Bulle, unsere Kuh müsste ja eigentlich irgendwann auch mal groß sein wieder. So, kann ich dich melken? Kann ich nicht melken, alles klar. Und scheren kann ich euch auch nicht. Na gut, dann schauen wir mal, ob er ein bisschen Futter braucht. Ja, 2 Mal, da müsste ich aber eigentlich genug haben. Ja, 277. Und dann schmeißen wir das alles raus. Wie gesagt, Energie habe ich nicht mehr so viel. Aber ist ja egal. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das befruchtete Ei könnte ich theoretisch gesehen für 150. Nee. Das kommt hier unten hin. Das kommt hier in meinen Brutkasten rein. So. Das Ei wird in ein paar Tagen fertig sein. Sehr schön. Dann kann ich hier auf jeden Fall ein bisschen Vogelfutter hineingeben. Sehr schön, dann habt ihr das auch. Also es gibt nur normale Eier halt von den Enten auch mit. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Wolle müsste ich auch bald wieder bekommen. Die Ziege kann ich mir noch nicht leisten. Ich könnte sie mir vielleicht sogar leisten, die Ziege, aber möchte ich eigentlich nicht, weil dann habe ich ja wieder gar kein Geld und dann habe ich halt nur eine Ziege. Die gibt zwar auch Milch, dann könnte ich mir vielleicht Ziegenkäse machen oder so. Aber ich würde auf jeden Fall erstmal die Blumen noch sammeln, weil die kann ich definitiv verkaufen. Bringt vielleicht auch nicht so viel. Aber immerhin ein bisschen. So, die Dinger nehme ich auch alle mal mit. Ich könnte natürlich auch noch ein paar Fische fangen, die ich verkaufen kann. Aber wir machen erstmal unsere ganz normale Reise. Buddeln kann ich heute sowieso nicht, weil da, wegen dem Dicken hier, der meine ganzen Sachen jetzt kauft. Da muss ich noch ein bisschen was holen, aber da kriege ich auch vielleicht insgesamt 4000 nur. Ich hoffe ja mal, dass ich irgendwann wieder goldene Wolle bekomme. Die hat nämlich 6000 gebracht. Wenn ich da Zähne verkaufe, bin ich auch bei 60.000. Ah, es sieht halt schwer. Es ist halt schwer.
Na, zumindest kann ich noch ein paar Blumen verkaufen. Obwohl, wie gesagt, 25 pro Blume ist halt nicht so der Welt. Das sind halt nur Mini-Beträge, aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? Also Geld oder so. Aber ich pflück die ganzen Blumen vor dem Haus, wo die Omi gestorben ist. Ist, glaube ich, auch nicht so gut. Unten müssten eigentlich auch wieder. Nee, hier sind keine Blumen gewachsen. Ich dachte, die roten wieder. Aber die dauern wahrscheinlich ein bisschen länger als alle anderen. Und hier wächst halt im Sommer auch nichts. Bisschen schade. Hier hinten haben wir noch Farn. Den könnte man theoretisch gesehen auch verkaufen, aber der bringt, glaube ich, nicht so viel, ne? Man macht da seinen Laden auf, ich glaube um 12. Was haben wir denn eigentlich alles zum Verkaufen? Das wäre ein paar Blumen. Das hier unten alles. Mal sehen, wie viel es für die roten Dinger da gibt. Hallo Kate. Morgen. Gehst du eigentlich hin? Es ist echt heiß geworden, Ja, geht schon. Geht schon, geht schon, geht schon. Mal, hier gibt es nichts. Da gibt es nichts. Es gibt halt nur auch so bestimmte Stellen, wo man was kaufen und verkaufen kann. Immer meine Milch. Ja, die kann ich dann bei Dings verkaufen. Aber ich glaube, ich habe die zu spät gemolken. Das zählt dann, glaube ich, schon als zweimal, wenn ich jetzt hier nochmal versuche, die zu melken. Oh, doch, geht, geht. Sehr schön. Geht. Wunderbar. Hereinspaziert. Ich habe geöffnet. Ja, ich weiß, dass du da bist. Ist in Ordnung. Krieg mal hin. Da würde eine Melone wachsen, aber die ist noch nicht. Ist noch nicht erntebereit. Ah, Moment. Hier kann ich aber noch mal. Hier kann ich auch noch mal schütteln. Sehr gut. Da aber nicht, da aber nicht und da auch nicht. Naja, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Dann können wir uns erstmal das Geld hier abholen. 4.800 ist ja immerhin schon was. Das weg, das weg und das weg. Ja, sind auch nochmal 3.000. Wunderbar. Die gibt es aber halt erst morgen. Mit Winnie, habe ich mit Winnie schon gesprochen heute. Na, mein Pflänzchen. Ah, Hallihallöchen. Hey, rate mal, was passiert, wenn du mir eine Steckbeere und eine Takaro gibst. Ja, ich werde was Neues zum Anbauen zaubern. Versuch's doch mal. Das ist ein guter Moment, um Schluss zu machen für heute. Okay, hat das schon gereicht, jetzt das Quatschen mit dir? Oh, die beiden da. Werden die nochmal zusammenkommen? Das wäre auf jeden Fall schön. So, mein Guter, ich habe wieder ein bisschen was zum Verkaufen. Ist zwar nicht die Welt, aber. Ich möchte definitiv was verkaufen. Was habe ich denn anzubieten? Also, das habe ich anzubieten. Das, 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 das. 200 gibt es dafür. 20 von denen. 20 von denen und 40 von denen. Und mehr habe ich dann auch schon gar nicht mehr, was ich dir geben kann. Was kriege ich denn da? 4.440 nehme ich mit. Bin ich bei 47.000. Okay, jetzt könnt ihr mir theoretisch gesehen die Ziege kaufen. Ach nee, warte mal, so ein Energy-Trink brauche ich noch, ne? Warte mal. Ja, komm, ich nehme mal so ein Energy-Trink. Ich glaube, den brauchte ich ja, ne? Weil die Ziege hast du ja jetzt nicht im Angebot. Energy Drink einmal für Lou. Ja, warte mal. Du bist das nicht? Oh, das ist Tai. Ja, schön dich zu sehen. Wo sind deine Frau hin? Da ist sie nicht. Da ist sie nicht. Da ist sie nicht.
Da ist er nicht. Da auch nicht, da auch nicht. Bei uns auf der Farm auch nicht, da nicht, da nicht. Da ist nur der Marktplatz. Vielleicht ist er in die Stadt gegangen. Das ist der Strand. Die ist da an unserer Farm auf dem Weg. Okay. Ich will trotzdem nochmal schauen, was du vielleicht hast noch. Herbst, Hypertrink, Power, Trink, Energy, Trink, nee. Verkaufen möchte ich auch nichts. Okay. Nee, ich möchte nichts verkaufen. 250 nur. So, lassen wir mal raus hier. Ich muss den Energy Drink abgeben, damit ich die Aufgabe erledigt habe. Bei den anderen Eingelegten, mal gucken, dass ich da Kartoffeln habe. So, komm mal her, ja. Lauf mal nicht weg. Ich hab da was für dich. Oh, hallo Silke. Guck mal, ich bin wegen des Auftrags hier. Da hast du einen Energy Drink. 500 habe ich da. Ah, ich dachte, auf dem Anschlagebrett würde niemand schauen. Ich bin wirklich froh. Und ich hoffe, du kannst das gebrauchen. Was ist das? Diese alten Strandspielsachen brauchen wir nicht mehr. Aber vielleicht kann Mia ja was damit anfangen. Pass gut auf. Ja, wenn ich wieder Aufträge habe, dann gehe ich zum Anschlagebrett. Oh, Sandspielzeug. Kann sie draußen spielen oder was? Cool. Hä? Okay, also kann unsere Tochter jetzt mit dem Zeug hier draußen spielen. Alles klar. Gut. So. Hier gibt's nichts weiter. Du hast noch ein Ei. Sogar ein befruchtetes Ei. Wahnsinn, und die Melonen brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen. Okay. Na Schäfchen, deine Wolle wächst, ne? Okay, da gibt's nix. Da gibt's auch nix. Ja, du willst auch noch nicht. Gut, ist ja in Ordnung. Ich ärgere dich nicht weiter. Nehmen wir das befruchtete Ei mal wieder mit weg. Was machen wir da jetzt noch? Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Eigentlich könnte ich schlafen gehen. Weil ich muss erstmal vollkommen ausgeruht sein, ja. So, einmal schlafen gehen, bitte. Da ging der Tag relativ schnell rum, ne? Aber ist nicht so schlimm. Heute haben wir einen vierten und Mia spielt mit dem Spielzeug. Das ist schon mal sehr schön. Oh, ich habe euch vergessen reinzuholen. Das ist natürlich nicht so gut. Und jetzt regnet es. Das ist schlecht gewesen heute. Nee, ihr müsst auf jeden Fall erstmal alle in den Stall. Beim Regen ist das nicht gut. Im Regen ist das definitiv nicht gut, dass ihr hier drinne seid. Also Wolle gibt es auf keinen Fall. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen Grundordnung reinkriegen hier. Früchte gibt es heute auch nicht. Die Melone könnte... die ist auch noch nicht fertig. Na gut. Die Melone ist leider noch nicht fertig. Aber hier wächst schön das Gras hier bei uns. Auf der Farm. Wir könnten natürlich jetzt nochmal zu den Kobolden gehen und schauen, ob die vielleicht ein neues Rezept haben. Aber ich denke mal, solange wie es hier nicht besser wird,
Gibt's da auch nix. Die Dinger nehmen wir mit. So, dann nehmen wir mal so einen Pilz und schauen mal. Ich habe auf jeden Fall wieder volle Energie, das ist schon mal sehr gut. Gießen brauche ich ja heute nicht, dadurch, dass es regnet. Tut mir leid, keine Rezepte für dich. Und da hast du wahrscheinlich auch nichts für mich. Nein. Na toll. Habe ich jetzt alle Rezepte, die ihr mir verraten könnt, schon abgegrast? Na gut. Da brauche ich noch nicht hingehen. Das geht erst ab um 10. Dann könnten wir vielleicht zu Winnie gehen. Vielleicht könnten wir auch im Regen ein bisschen angeln. Würde das eine oder andere vielleicht... Ein Kraftfutter könnte ich meinen Tieren auch nochmal geben vielleicht. Mal sehen, was Winnie zu sagen hat heute. Könnt ihr mal schauen, wie es aussieht hier mit... Ja, ist noch nicht im roten Bereich. Schade. Ah, na, was machst du so? Karotten sind am schlimmsten. Die hasse ich. Da könnte ich kübeln. Und wenn das passiert, spucke ich vielleicht ein paar seltsame Sachen aus. Also musst du aufpassen, was du mir gibst. Ich würde sagen, ist ein guter Moment, um für heute Schluss zu machen. Bis später. Jap, jap, jap. Rate mal, die Elfenviecher was mit dem Bart? Ja, komm, ich will quatschen ein bisschen mit dir. Okay. Steckbeere und das. Gleich mit der... Okay. Nee, erstmal nicht. Das reicht für heute. Wie oft kann ich mit dir quatschen? Ich will nicht quatschen. Hat sich das jetzt gesteigert bei dir? Ja, hat sich gesteigert. Okay. Ist immerhin schon mal sehr gut. Und ich brauche unbedingt Geld, 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 Geld. Aber so... Warte mal. Du sitzt hier. Ah, ich... Bin mir nicht sicher. Du hast ein Ei für mich. Ja, das ist Futter fürs Federvieh. Einmal absetzen. Einmal absetzen. Das geht's euch immerhin schon mal gut. So. Also das weg. Das befruchtete Ei weg. Ja, 750 ist halt nicht so die Welt, ne? Das ist halt nicht so die Welt. Gemolken habe ich dich. Du bräuchtest was zu futtern. Ja, Wolle wird es später dann wahrscheinlich geben. Bin mir nicht so richtig sicher, ob ich mein Pferdchen jetzt raushole. Also da wachsen auf jeden Fall keine roten Blumen. Das heißt, hier hinten gibt es auch nur zweimal Pfannen, glaube ich. Also dadurch, dass es heute so ein verregneter Tag ist, müssten wir wirklich schauen, dass wir mal komplett das Lager da ausbuddeln. Weil ansonsten haben wir nichts mehr zu tun. Immer schön auf dem Weg bleiben, nie auf dem Grün laufen. Das gibt nur Ärger. Ist ja noch nicht mal um 10. Boah. Ist ja noch nicht mal um 10. Das heißt, ich kann ja noch ein bisschen angeln, weil es bringt ja sowieso noch nichts, jetzt da reinzugehen, weil ich das erst ab um 10 machen kann. Na gut, muss ich mal schauen, wie viele Fische ich hier fangen kann. Ja. Ja, ich darf natürlich auch nicht zu zeitig meinen Haken da einziehen. Das klappt nämlich nicht. Aber der geht relativ schnell an Köder ran hier, ne? Ah, es ist nur ein kleiner Ding. Oh ne, ein großer Masu. Und vor allen Dingen musste ich den für den Kollegen hier fangen, den Masu. Konnte der nicht selber hier eine Angel reinschmeißen und dann ganz einfach das Vieh fangen? Ich meine, gut, ich habe dafür was bekommen, aber
Egal, die Fische, die kann ich... Ja, die kann ich in meinen Kühlschrank packen. Masuleien habe ich bekommen. Ich glaube, hier im See gibt es halt auch keine... Da gibt es halt auch keine... irgendwie so Tintenfische oder so. Okay, gefleckter Saibling, sehr schön. So, dann wollen wir buddeln gehen. Ah, zwei Sachen sehe ich schon, aber... Hat, glaube ich, auch nicht so viel gebracht, ne? Drei Sachen sehe ich da, vier Sachen, okay. So. Das ist halt alles so ein Zeug, was nicht mehr viel Geld bringt. Ich weiß auch nicht, ob die Melonen richtig gut Geld bringen. Müssen wir halt mal schauen. So, noch eine alte Münze. Hier ist noch was drin auf jeden Fall. Wie gesagt, so ein Edelstein, da habe ich ja nun schon zwei Stück bekommen. Aber ich glaube, das war auch nur Glück, dass die da waren. So vom Buddeln her habe ich die halt noch nicht gefunden. Schöner Edelstein, ja. Und hier war noch was. Aber das ist... Ja, Münze oder Edelstein, ich weiß es nicht. Ein altes Fossil, naja gut. Brauche ich eigentlich nicht. Ich bräuchte einen Spaten oder so, dass ich hier schneller buddeln kann. Das wäre auf jeden Fall effektiver. Okay, hier gab es wieder was. Aber halt auch nichts Gescheites, das was ich gebrauchen kann. Ja, Goldbesteck. Gold ist vielleicht immer noch das Wertvollste hier, ich weiß es nicht. Also vergeht auf jeden Fall die Zeit ein bisschen. Es hat sogar aufgehört mit Regnen, was eigentlich sehr gut ist. Sind meine Tiere sogar noch mal ein bisschen raus. Noch so ein altes Fossil. Bräuchte noch mal so einen roten Edelstein eigentlich. Aber ich glaube, das sieht schwer aus, so einen nochmal zu finden. Gibt nämlich nichts weiter hier eigentlich, ne? Komm, einen Schatz kann ich noch finden. Nicht tief genug grabe, ja. Okay. Nochmal so ein altes Pferd gefunden, alles klar. Ja, ich möchte jetzt gehen, weil ich bin mit allem fertig und für dich ist sowieso nichts dabei, das kann ich dir jetzt vorher schon sagen. Das brauche ich dir nicht mal zeigen. Ich behalte die einfach, ne? Ich behalte die und verkaufe sie dann, wenn es soweit ist. So, also das dorthin, das dorthin, das dorthin. Zwei von den Fossilien. Ja, ist zumindest ein bisschen was, was ich verkaufen kann. Ich werde auf jeden Fall so lange warten, noch bis ich meine Kuh nochmal melken kann. Und dann haben wir die Folge geschafft. Denke ich mal. So, das nehmen wir noch mit. Ich könnte jetzt mein Pferdchen holen, aber ich glaube, hier unten bin ich ja schon lang gelaufen, oder? Wo war das gestern? Nee, das war heute.
Okay, Blumen gibt es auch nicht, die ich pflücken könnte. Vielleicht dort unten die roten. Aufträge gibt es auch keine neuen. Rote Blumen gibt es nicht, da gibt es nichts. Alles nichts Besonderes mehr hier. So. Bisschen Gras können wir hier auf jeden Fall. Na, vielleicht ist sogar die eine Melone da fertig. Könnte sogar sein, ne, dass ich die hier. Ja. Die ist sogar fertig. Dann muss ich erstmal schauen, wieder. Frühling und Sommer, die wachsen bis Herbst. Dann muss ich die anderen nehmen. Okay, dann nehme ich die hier. Die sind noch nicht fertig. Nee. Da ist wenigstens ein bisschen Geld drin. 3.400. Naja, läuft, läuft. So, warte mal, die Melone kann ich verkaufen. Die gibt 195. Das andere muss ich eh alles reinpacken in meine Wohnung. Dum, 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 dum. So. Kriege ich das alles noch in den Kühlschrank rein? Ich weiß es gar nicht. Ja, das bin ich nämlich voll, was das angeht. Die Fische hätte ich auf jeden Fall verkaufen sollen. Die Melonen brauche ich noch ein paar, von den anderen brauche ich noch ein paar. Ah, okay. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen warten, bevor wir die Folge beenden können, weil ich will noch mal Milch. Will noch mal Milch ernten. Meine Tiere lasse ich mal drinne. Okay, aber Eier gibt es halt, glaube ich, nicht mehr. Doch. Na gut, das andere Küken, das kann auch schlüpfen. Ja, das dauert aber noch ein bisschen. Okay, also einmal möchte ich noch auf jeden Fall hier. Okay, genau. Einmal möchte ich nämlich noch gerne Milch haben hier. Sehr schön. Wolle fehlt noch ein bisschen. Aber kann ich vielleicht, wenn ich Glück habe, dann zusammenholen. Die Milch kann ich verkaufen. So. 150, habe ich zwei befruchtete Eier. Aber mit denen kann ich ja sowieso nichts anfangen, weil ich habe ja da schon was drin. Ne? Okay, also Enten bringen auch nur normale Eier, das weiß ich jetzt. Mit Winnichen habe ich, glaube ich, geredet, ne? Das heißt, ich kann schwuppdiwupp noch mal ganz kurz reden mit dir. Na, alles ist okay bei dir. Es ist voll lustig hier im Moment. Ja, ich denke mal, heute habe ich schon mit ihm geredet. Wir sind am vierten Sommertag und beim Hündchen müsste ich vielleicht noch mal eine Runde trainieren. Jawohl. Dreh dich mal. Dann springe bitte. Springe, springe, springe. Jawohl. Springen ist auf jeden Fall gut. Und Pfötchen kannst du noch mal geben. Sehr gut. Wunderbar. Das sollte es für heute aber gewesen sein. Unsere Mia läuft. Hier ist alles gegossen, weil es hat ja sowieso geregnet. Gewachsen ist noch nichts. Ich hoffe, ich kann ja dann noch mal richtig schön ernten hier. Ja. Hier ist alles voll. Gehe ich ins Bett und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder zu Story of Seasons A Wonderful Life. Oh. Oh, warum weinst denn du? Guten Morgen, Schatzi. Wie findest du es, wenn wir alle an den Strand gehen würden?
Heute Morgen habe ich unverhofft Strandspielzeug vor dem Haus gefunden. Das hat mich daran erinnert, dass Mia gerne das Meer sehen wollte. Ein derart erfreuliches Wetter haben wir nicht alle Tage. Es eignet sich ideal zum Spazierengehen. Na klar, das kriegt man hin. Komm einfach mit. Oh, sehr schön. Mit Mia geht's an den Strand. Wo gehen wir denn hin? Wohin wohl? Wenn du dich noch ein wenig geduldest, siehst du es schon. Freu mich schon. Dum, 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 dum. Und da sind wir am Strand. Ah! Strand! Der Strand! Dum, 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 dum. Hui, hui, hui. Guck mal, wir haben Strandspielzeug für dich mitgebracht. Eigentlich müssten wir uns ein Bikini anziehen, aber wir bleiben lieber in unseren normalen Sachen. Dim, 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 dim. Na toll, setzt sie sich ins Wasser, da kriegst du denn das einen Pupser. Und nochmal rennen, los. Hihi. Das macht Spaß, das macht Spaß. Ui, sieh nur, wie spät es ist. Ich glaube, wir sollten uns bald aufmachen. Nein, mehr spielen. Land bleiben, Mama Silke. Da fällt mir etwas ein. Warum suchen wir uns nicht ein kleines Souvenir vom Strand, das wir mitnehmen können? Zu weniger? Was ist denn das? Etwas, an das dich daran erinnert, wie viel Spaß du hier am Strand hattest. Meine Tante hat mir einmal erzählt, dass man Wellen hören kann, wenn man sich ein Muschelhorn ans Ohr hält. Sogar wenn man weit weg von der Küste ist. Echt? Wollen wir das gemeinsam herausfinden? Dann suchen wir doch mal einen. Ja. Juhu. Da bin ich ja gespannt, ob sie eine Muschel finden. Und ob wir jetzt am Strand stehen oder... Nee, wir stehen zu Hause und es ist 10.03 Uhr. Und wie gesagt, es geht in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.